guter Kompost fördert die natürliche Bodenfruchtbarkeit. Hierfür ist dieser organische Dünger ideal. Er enthält pflanzenverfügbare Nährstoffe, die vor Auswaschung geschützt sind. Damit wird der Akku des Bodens wieder aufgefüllt. Gute Kompostierung zielt darauf ab, den Kohlenstoff im Kompost zu speichern und nicht als Kohlendioxid in die Atmosphäre abzugeben. Somit erhöht sich der Humusgehalt im Boden. Ein weiteres Hauptziel ist es, die Nährstoffe aus dem zu kompostierenden Material zu erhalten. Das wird erreicht durch die Zugabe eines huminstoffreichen Bodenhilfsstoffs, der extrem gut Nährstoffe speichern kann, dem Leonardit. Guter Kompost riecht angenehm erdig und zeigt in der Laboranalyse einen hohen Huminsäuregehalt. Er muss krümelig sein und nicht faserig. Dies ist ein Zeichen für die gewünschten Tonhumuskomplexe. Wie erreiche ich das? Durch eine spezielle Art der Kompostierung entsteht ein Milieu mit einer optimalen Mischung aus Sauerstoff, Feuchtigkeit und der zu kompostierenden Organik mit Hilfsstoffen. Hierbei findet eine Hygienisierung statt. Krankheitserreger oder Unkrautsamen treten später im Boden nicht in Erscheinung. Als Ausgangsmaterial eignet sich jegliche Organik, also Mist, Grünschnitt oder anderes Material, das gut miteinander vermischt werden muss. Das Milieu dieser Miete sollte möglichst wenig gestört werden, denn die Mikroorganismen im Kompost benötigen eben auch Zeit, um die zur Verfügung gestellten Rohstoffe in hochwertigen, pflanzenverfügbaren Dauerhumus auf natürliche Weise umzuwandeln.